Kann ja vielleicht die Fische. Was war das nochmal? Ein Pike war das, ne? Ich weiß gar nicht, brauchte ich den? Ich glaube, ich brauchte den gar nicht für die Wichtel-Quests. Da habe ich im Grunde, glaube ich, alles durch soweit. Wir können ja mal hier dieses Holz zum Recyceln abgeben. So, lasst mich mal ganz schnell schauen. Wir können ja mal gucken, was passiert, wenn wir das Holz recyceln. So. Oh, guck mal, hier von dem habe ich auch mehr. Den Pike packe ich mal dazu. Dann schmeiße ich die Brille, die weiß ich auf jeden Fall, was die mir bringt. Beim Driftwood weiß ich es ja noch nicht. Dann schmeißen wir die Fische noch schnell zum Verkaufen rein. Und machen dann für heute Schluss. Ich habe deutlich, wie gesagt, übelst lange jetzt aufgenommen. Das hatte ich so gar nicht geplant, muss ich gestehen. Oh, Queen of Swords, wir kriegen wieder ein Rezept. Was ist es heute? Pumpkin Pie! In my house it's a tradition to eat pumpkin pie during the feast of the Winter Star. The season just isn't complete without that wonderful flavor you can only achieve with the finest farm fresh pumpkins. A little nutmeg, cinnamon and clove will sweep you off to a land of crimson and gold. You learned how to cook pumpkin pie. Alles klar, und was sagt der Wetterreport? Der Wetterreport sagt, it's going to snow, natürlich, was denn auch sonst? Und Leute, nochmal gucken, habe ich irgendwas noch? Nee. Leute, das war's für heute. Tatsache, sie müssen erst den Bus sozusagen reparieren. Wie cool. Wahrscheinlich können wir jetzt ab dem nächsten Morgen mit dem Bus fahren. Oh, 6000 haben wir gemacht. Nicht schlecht. Die Mayonnaise hat uns. Oh, die Mayonnaise bringt echt gut Kohle. Ich brauche mehr Hühner. Ich brauche mehr Hühner, definitiv. Und hier das ganze Zeug hat auch. Ja, das hat alles nicht so viel gebracht, aber in der Masse geht's dann schon wieder. Die Fische, okay. Damit kann man eigentlich noch verbessern. Ja, und Aquamarin war jetzt auch noch nicht so das Dolle vom. Das Gelbe vom Ei, das Holz hat hier jetzt natürlich wieder viel rausgerissen. Pinecones 500, auch nicht schlecht. Void Essence und Solar Essence haben auch. Ja, das geht eigentlich alles. Insgesamt auf jeden Fall gut was umgesetzt. Der 22. Winter. Jetzt am 23. Am 23. wird Lea Geburtstag haben. Das werden wir beim nächsten Mal erleben. Und dann am 25. ist das Fest. Und dann ist der Winter schon rum. Und wir sind durch. Und ich habe schon gehört, Rübka kommt heim. Ich habe das Auto gehört. Das heißt, ich habe tatsächlich jetzt doch so lange gestreamt, bis Rübka heimkommt. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt Spaß mit dem, was ihr so gerade zockt. Und ich werde mich jetzt hier ausloggen. Es kann sein, dass ich jetzt morgen eventuell später streame als geplant. Da morgen noch ein paar echt viele Sachen anstehen. Die Leute, die jetzt auf YouTube zuschauen, für die interessiert es natürlich nicht viel. Für die auf Twitch könnte es interessant sein. Morgen steht doch recht viel auf meinem To-Do-Zettel. Es könnte sein, dass ich den Stream dann ein bisschen später starte. Ich werde das dann in Twitch morgen entsprechend hier in den Titel sozusagen reinpacken. Das ist halt auch so ein Problem. Dadurch, dass der Titel jetzt unten ist, wenn man so Sachen zum Beispiel in den Titel reinschreibt, wie Stream wird sich verspäten oder sowas. Dann wird man das jetzt nicht mehr so präsent haben, wie wenn der Streamname oben war. Ist halt doof. Naja, mal schauen. Mal schauen. Weil nicht jeder guckt ja auf Twitter. Die gute Black zum Beispiel. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt Spaß so mit dem, was ihr gerade zockt. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, zumindest für die auf YouTube, Cheerio, the King has left the building. Heidi-ho, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Let's Play, einer weiteren Live-Let's Play-Aufnahme von Stardew Valley. Ich habe es gerade schon in Twitch angekündigt. Ich möchte mal ein bisschen in die Pötte hier kommen. Wir haben so viele Sachen hier und so viele Sachen, um die wir uns noch gar nicht richtig. Achso, Moment. Um die wir uns noch gar nicht so richtig gekümmert hatten. Sei es davon, dass der ganze Hof nicht wirklich mal abgesteckt ist, nicht mal wirklich richtig schön abgearbeitet ist.
Ich meine, wir spielen das ganze Ding jetzt schon oder sind jetzt schon am Ende des ersten Jahres und haben immer noch nicht den Hof einfach mal ein bisschen schön gemacht, dass man da wirklich sagen kann, hier, ach ja, den genieße ich, das ist toll, das ist unser Bauernhof, wie wir ihn aufarbeiten. Nee, nichts in die Richtung. Ich habe ein Silo und ein Hühnerhaus und ein bisschen Weg gebaut und das war's. Das ist echt schäbig und peinlich. Ich mutmaße echt so, dass mein Let's Play eins der langweiligsten überhaupt hierzu ist. Aber auch berechtigt dann, weil ich ja nichts mache von dem Zeug, der richtig spannend hier ist. Aber in der Mine geht's voran. Wir kommen mit allen Sachen so ein bisschen voran. Das heißt, ich würde mal schätzen, schon bald. Nee, wo war denn der Schrott? Der Schrott ist hier, okay. Schon bald sollte es eigentlich nur noch coolen Stuff geben, den wir hier im Valley anstellen. Wir haben den 22. jetzt in-game, ne? Lea hat erst am nächsten Tag Geburtstag. Dann würde ich mal sagen, wenn ich es schon ankündige, dass. Jetzt bin ich schon wieder mit dem Stuhl über mein Kabel gerollt. Na toll. Wenn ich es schon ankündige, dann werden wir einfach jetzt mal überlegen, wie wir den Hof bauen. Wir müssen uns einfach mal ein bisschen überlegen, was wir auch hier auf dem Hof machen, wo wir Sachen hinbauen wollen, wie wir Sachen bauen wollen und dann einfach mal anfangen. Das ist jetzt so meine Überlegung, dass wir einfach mal anfangen, Sachen zu bauen. Und ich habe mir überlegt, ich glaube, das Problem am Woodfence ist, dass der einfach mit der Zeit kaputt geht. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich hochwertigere Sachen, damit die halt zum Beispiel im Winter auch nicht kaputt gehen. Also so Sachen wirklich wie den Stone Fence oder sogar den Iron Fence. Ich würde, glaube ich, Stone herstellen wollen, weil ich Stone einfach schöner als Iron finde. Und dann gucken wir einfach mal. Nehmen wir jetzt mal hier ganz viel Stone und stellen einfach mal ganz viele Stone Fences her, auch wenn wir hier ganz viele Wood. Wir haben ein Achievement. Das ist jetzt, seit ich das Spiel über Steam direkt starte, kriege ich auch Achievements endlich mal. Ganze Zeit ohne Achievements gespielt, jetzt kriege ich mal welche. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so. Es ist jetzt natürlich ärgerlich, dass wir so viele Woodfences gemacht haben, wenn wir die jetzt gar nicht mehr benutzen, aber sei es drum. Passiert. Meine Güte, man kann es auch schlimmer treffen. Und Amon, hallo, schönen Abend dir. Ich habe dich gesehen, keine Angst, auch wenn ich nicht sofort auf dich reagiert habe. Also bitte nicht sofort böse davonrennen, weil der böse König seine Zuschauer ignoriert. Das tue ich natürlich nicht. Ich habe dich durchaus im Blick und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. So. So, dann müsste er theoretisch hier jetzt, genau. Hier können wir jetzt schön so einen Steinzaun ziehen. Hallo? Was wird das denn hier jetzt? Das können wir. Alter! Alter! Ey, dieses Spiel, ne? Dieses verdammte Spiel, was nicht schafft, einfach mal, dass das Positionieren von Objekten funktioniert. Gnarf. Ah, Mann, so ärgerlich. Anfrage vom Archivar der Hölle. Sehe ich, dass da ein Cyrus da frei herumläuft? Ja, das ist ein frei herumlaufender Cyrus. Aber bitte nicht füttern, ne? Du weißt ja, wilde Tiere soll man nicht füttern. Darum bitte. Ich bitte darum. Gucken ja, anfassen nein, sonst könnte es sein, dass er den Finger dir abbeißt. Also einfach nicht den wilden Cyrus füttern. Gott, was ich wieder für schlechte Sprüche hier so raushaue. Es ist ja furchtbar. Ich will mal ganz kurz. Oder ist das. Das Problem ist, glaube ich, dass man immer die Maus hier so sieht. Aber ich mag das nicht. Ich würde gern diese Mausanzeige hier. Warum schaltet der die Mausanzeige immer ein, wenn ich immer ein Gamepad spiele? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht und ich will es eigentlich auch nicht. Die Maus ist so ein nerviger Stumpfsinn. So. Ich hoffe, Amon, du hast einen schönen Abend bisher gehabt. Und ich hoffe, du hast
Gedankenfurz. Nee, ich hoffe, du hast keinen Gedankenfurz. Ich hoffe, du hast heute wieder reichlich Spaß hier bei mir. Wobei ich ja gar nicht weiß, ob du bisher je Spaß bei mir hattest. Aber ich gehe einfach mal davon aus. Abgehoben. Ich gehe einfach mal in meiner Hoffnung davon aus. Jetzt machen wir hier mal so einen schönen Weg. Und ich bin eher so ein Freund von geraden Wegen. Ich mag nicht so dieses Prinzip von, weil das ist ein gelegter Weg und ein gelegter Weg, der liegt, der ist nicht. Ach verdammt, die Erde ist hier umgegraben, deshalb kann ich da jetzt keine Steine gerade platzieren. Ein gelegter Weg ist, der läuft nicht willkürlich, sage ich jetzt mal. Ah, guck mal, sehr schön. Wir können hier so. Das hier ist so ein Trampelpfad, so einer darf zum Beispiel willkürlich sein. Hier dieser Steinweg, den ich lege. Der soll bitte ganz gerade wie eine Schnur gerade gezogen sein. So, auf das bestehe ich. Das ist mir wichtig. So. Ich will hier gleich mal den Zaun hinbauen. Sagen wir mal dahin. Zack, zack. Dann geht der Weg noch so ein bisschen, ein kleines Stück weiter. Dann haben wir hier jetzt schon mal unsere Hühnerfarm abgesteckt. Ich glaube, hier würde ich gerne Bäume hinpflanzen in dieses Areal. In dieses Areal würde ich, glaube ich, Bäume gerne pflanzen. Aber ich glaube, da brauche ich trotzdem einen Zaun für. Das sieht mit Zaun einfach schöner aus, oder? Oder wie seht ihr das? Ich würde sagen, mit Zaun sieht das Ganze einfach schöner aus. Ups, na komm. Na komm, wir nehmen uns mal hier den Zaun. Theoretisch brauche ich noch ein paar Hölzer, weil ich jetzt noch ein paar Gates herstellen werde. Genau, so, zack. Ein paar Bill Gates stelle ich her. Moment, was? Das klingt falsch. Das klingt einfach nur falsch. So, das kommt weg. Da kann ich jetzt noch so ein Zeug. Nee, wo haben wir den Müll? Den Müll nehmen wir hier, die CD. Die kann ich wieder recyceln. Wir machen heute einfach so ein bisschen Bauernhofarbeit, ne? Eher so ein bisschen hier was erledigen. Ich meine, die Mine können wir immer noch laufen am nächsten Tag. Wir sollten vielleicht unsere Fallen aber ablaufen. Unsere Köderfallen. Diese ganzen Krabbenköder, die wir da. Oder Krabbenfallen, die wir überall aufgebaut haben. Die sollten wir mal überprüfen auf jeden Fall. Wo hatten ich? Ich hatte doch noch irgendwo. Ah, da habe ich den guten Köder. Ich nehme mal zweimal den guten Köder noch mit. Ich werde mal in zwei Fallen will ich den guten Köder noch platzieren. So, die Milch wollte ich jetzt noch mal verkaufen. So. Nee, nicht die Milch, die Mayonnaise. Das ist ja Mayonnaise. So. Oh, das ist echt blöd, ne? Amon, du meintest, glaube ich, dass man das irgendwie ausschalten kann, oder? Kann man das irgendwie ausschalten? Es ist saunervig. Es ist echt saunervig mit diesem. Ich will eine reine Joystick-Steuerung. Anfang vom Archivar der Hölle. Kannst du auch aus so einer Krabbe einen Burger machen? Oh, da sagst du was. Ich habe noch nie gekocht hier in dem Spiel. Ne? Ich müsste eigentlich auch mal mehr kochen. Always show tool hit location. Hide tool hit location when moving. Gamepad placement tile in indicator. Was ist das? Was heißt hier Gamepad Placement? Man kann es im Menü einstellen. Dann sag mal bitte wo. Ich finde es nicht. Ist das hier dieses Gamepad Placement Tile Indicator, Amon? Weil ansonsten Dialog Typing, Menü Block Toolbar, Zoom Buttons, Lighting Quality. Nee. Die Schneetransparenz. Use Hardware Cursor.
Hide Tool, Hit Location when moving. Ja, aber das Hide. Dieses Hide Tool, Hit Location when moving, das ist ja. Moment, das ist ja. Moment, okay, warte. Nee, guck mal, das hat jetzt nichts verändert. Aber sobald ich. Das Problem ist halt, sobald ich den rechten Cursor betätige versehentlich, taucht dieser Cursor halt auf. Ich muss halt echt aufpassen, einfach wahrscheinlich, dass ich diesen Cursor nicht versehentlich treffe. Vorhersage des Archivar der Hölle. Versuche es aus und teste es doch. Versuche es und teste es doch aus. Da es keine Grafik ist, sollte es da oben zu finden sein. Ja, schon theoretisch, aber. Oder kann ich das hier ausschalten? Hier habe ich ja die Steuerung. Reset Controls to Default. Der hat hier nur Controls für die Tastatur immer. Evo schreibt, ah, Russimom. Und Amon, du weißt schon, was oben ist. Ja, Amon, ich weiß, was oben ist. Aber hier ist zum Beispiel der Punkt Controls. Und deshalb wollte ich da mal gucken. Das macht aber keinen Sinn. Also dieses Hide Tool Hit Location heißt für mich ja, dass das Anzeigen, wohin das Tool hauen würde, wenn ich mich bewege, ausgeblendet wird. Das hat ja nichts damit zu tun. Das hier sind Porträts, die angezeigt werden. Autorun ist auch klar. Ich probiere mal das hier aus. Ah, guck mal, jetzt sehe ich nicht, wo ich was hinplatziere. Gamepad Placement. Naja gut, das ist jetzt, ist ja doof, wenn ich das jetzt im Let's Play bzw. im Live-Let's Play mache. Muss ich mich vielleicht doch mal außerhalb des Let's Plays nochmal damit beschäftigen. Also richtig glücklich bin ich halt damit noch nicht. Dann muss ich einfach aufpassen, dass ich nicht versehentlich auf den, auf dieses eine Controller-Ding komme. So, soll ich die Bäume mit einem Zaun umrunden? Eigentlich ist das ja ein bisschen doof, ne? Eigentlich ist das ja ein bisschen doof, so ein Zaun um die, wenn ich hier Bäume haben will, so ein Zaun um die Bäume herum zu machen. Anfrage vom Archivar der Hölle, Gamepad Placement Teilindikator. Klingt, als würde es den Indikator sein, den du suchst. Nee, du hast ja gesehen, ich habe es ja weggemacht. Und das Einzige, was weg war, dass ich dieses Feld, wo ich quasi sehe, wo ich was hinplatziere, das war nur weg gewesen. Aber nicht, ich konnte damit nicht ausschalten, dass dir der Mauszeiger kommt, wenn ich den rechten Stick bewege. Das Problem ist ja nur, ich habe kein Problem, solange ich den rechten Stick nicht bewege. Erst wenn ich den rechten Stick versehentlich antippe, taucht hier der Mauszeiger auf und der Mauszeiger macht, dass das Platzieren von Dingen halt anders sich ausrichtet. Und das ist ja das, was mich so ein bisschen störte bisher. So, wie mache ich hier den?